Hi, Joe Vogel hier. Wie es unschwer zu erkennen ist, bin ich gerade nicht in Deutschland. Und es wird tatsächlich so sein, dass ich alle größtenteils nicht mehr in Deutschland sein werde. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin mit meiner Frau nach Griechenland ausgewandert. Wir haben schon das eine oder andere Video hier aus Griechenland gemacht. Der Hintergrund ist, dass wir eigentlich fast seit 10 Jahren hier im Winter wohnen, 3-4 Monate. Und jetzt haben wir uns entschieden, aus verschiedenen Gründen hier komplett überzusiedeln. Wir sind hier auf unserem neuen Kursgelände. Das sind etwas mehr als 1,2 Hektar direkte Wildnis. Wir sind hier am Eingang des Panachaikon. Das sind 20 Kilometer Wälder, größtenteils ohne Wege. Es gibt hier Wildschweine, es gibt Schakale, es gibt Wölfe, es gibt Giftschlangen. Was man sich wünscht, wir haben hier im Hintergrund direkt das Panachaikos-Gebirge. Das ist ein Mittelgebirge in der Nähe von Patras, etwa 30 Kilometer vom Fährhafen entfernt auf der Nordpeloponnes. Das bedeutet aber auch, dass wir mit Ausnahme von 3 oder 4 Sommermonaten nicht mehr in Deutschland sein werden. Es wird keine Veranstaltung mehr in unserer Kursschule in Deutschland geben. Die sperren wir effektiv zu. Unsere Firma wird aufgelöst in Deutschland. Wir beginnen komplett von neuem hier in Griechenland. Der alte Grieche sagt, Tapantarei, alles fließt, alles entwickelt sich, und auch für mich ist es wichtig, dass diese Entwicklung möglich ist, dass ich neue Dinge ausprobieren kann und einfach mal schauen kann, wie sich das hier weiterentwickelt. Versprochen ist aber auch, dass es auf dem Kanal hier wieder häufiger Videos geben wird. Thematisch ein bisschen anders als vorher und ein bisschen breiter gefächert, einfach weil die Situation hier im Süden eine etwas andere ist. Etwas cringeworthy wird dabei möglicherweise sein, dass ich die Videos Deutsch und Englisch gemixt mache. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier werde ich nicht nur Menschen aus Deutschland zu Gast haben, sondern Menschen aus anderen Ländern, und die werden die Seminare hier dann auf Englisch besuchen. Vielleicht werden auch die ein oder anderen Begriffe in Griechisch eingeflochten werden. Es ist immer wichtig, neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. So richtig auf die Fresse fallen können wir nicht, weil wir verschiedene Standbeine haben, die wir über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. Für alle, die der Meinung sind, dass alles hätte bleiben sollen, wie es ganz früher hier mal auf dem Kanal war, die dürfen mich unglaublich gerne auf StudiVZ kuscheln. Alle anderen lade ich ein, hier einfach diese Entwicklung zu begleiten. Und ich gehe davon aus, dass für jeden irgendwie ein bisschen was dabei ist. Macht's gut und bleibt gesund.